Mehr Wasser. Eine Tür. Die Treppe zum Fehlen um die Tür scheint vernagelt zu sein. So komme ich hier nicht raus. Okay. Ein Kabel. Das ist ein dickes, strapazierfähiges Kabel. Das könnte mir noch von Nutzen sein. Wo ist die Bowlingkugel vor allem? Wo ist die Disco-Kugel? Ich will die Disco-Kugel haben. Und ich will mir nicht die Leiche anziehen. Ich kann jetzt hier den Knopf nicht drücken. Was? Das ist ein Mensch. Zumindest war er das einmal. Nein, danke. Ich kann Teile des Schädels sehen. Den Rest muss ich wirklich nicht sehen. Ich glaube, ich habe genug Tod gesehen bis ans Ende meines Lebens. Vor allem, man sieht die Füße noch hier. Ich hoffe nicht, dass es der Barkeeper ist. Der schien so nett zu sein. Der hat uns so höflich von dem abgeraten, den Knopf zu drücken. Okay, wir gehen erstmal raus und gucken dann durchs Loch, was da passiert. Bam. Wir rennen mal ein bisschen. Da ist ein riesiges Loch im Asphalt. Sind das Spuren da unten? Da werde ich nicht runterspringen. Meine Beine würden brechen wie Streichhölzer. Dann nimm doch das Seil. Das Kabel sieht lang genug aus, aber ich brauche etwas, um es festzubinden. Mach's am Auto. Wenn der Krankenwagen nicht nur noch aus Schrotthaufen wäre, könnte man vielleicht. Ah, vielleicht. Ja, hey, ich werde ja richtig gut im Knotenkunde. Aua, verdammt, ich habe es verhext. Jetzt wird das Kabel, wenn ich gerade dranhänge, reißen. Und ich werde da unten sterben mit zwei gebrochenen Beinen. Das kann durchaus passieren. Aber das sieht. Das sah. Habt ihr das gesehen? Das sah nicht gerade so richtig fest aus. Das sah. Naja. Provisorisch aus. Noch mehr Geld, noch mehr Geld, noch mehr Geld, 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 Geld. Sieht aus, als wäre es schon seit Jahrzehnten kaputt. Geld. Ja! Noch eine Münze. Wupp, wupp. Aber wir gucken erstmal uns so, bevor wir weitermachen. Ich wollte aber unbedingt das Geld haben. Ich bin so ein kleiner Sparfüchs. Oh, ein Hut, ey. Hart verdiente 25 Cent. Jetzt habe ich einen ganzen Euro zusammen. Oh. Mann, daran werde ich mich niemals gewöhnen. Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht, mein Kleiner. Das Gitter ist jetzt schon ein wenig lose, jetzt wo die Schrauben verrostet sind. Look, nein, noch nicht verrostet genug, um es mit meinen bloßen Händen von der Wand wegzudrücken. Vielleicht, wenn ich etwas finde, mit dem ich es von der Wand hebeln kann. Oh Gott. Ich werde langsam so döstrig. Es ist echt anstrengend, die ganze Zeit zu reden, also beziehungsweise zu lesen. So. Gut, dann schauen wir es mal so rum. Da ist ein Kabel. Dieses Kabel wird sicherlich für die Schweißarbeiten sein, die in dem Waggon gerade gemacht werden. Das Kabel geht in den Waggon. Dieses Kabel wird sicherlich für die Schweißarbeiten erscheinen. Gehen aber erstmal zum Herrn. Seiner Kleidung nach zu urteilen, ist er Kriegsveteran. Ich glaube, er ist. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Make a grave for the unknown soldier nestled in your hollow shoulder. The unknown soldier. Das sah gerade so aus, als würde Joe sich die Ohren zuhalten. Einen blinden Kriegsveteran bestehlen. Ich habe sicherlich in der letzten Zeit einige unschuldige Dinge zum Wohle der. Unentschuldigte Dinge zum Wohle der Menschheit getan. Aber ich habe auch noch meine Regeln. Ach, der ist blind.
Da kommt ein Luftzug vom Ventilator. Ich höre auch drinnen ein lautes Brummen. Warte einmal mit diese Stirnwand, wenn ich nicht total bescheuert bin, ist sie mit dem Arkon-Gebäude verbunden. Wenn der Lüftungskanal die ganze Strecke durchgeht, dann könnte ich mein Ticket. Ich bin die Windung verschraubt, aber mit dem richtigen Werkzeug sollte das kein. Gut, oh, ich muss mich mal ordentlich hinsetzen. Moment. So, besser. Es wird anstrengend, immer in einer Position zu sitzen. Ich frage mich, wie das andere machen. Oh Gott. Hallo Mensch. Er sieht sehr beschäftigt aus. Ich habe eine goldene Regel, die besagt, dass ich keine Leute überraschen werde, die einen Schweißbrenner in der Hand haben. Damit bin ich bis jetzt gut gefahren. Den kriege ich bestimmt nicht so einfach. Das ist die Stromversorgung für das Schweißgerät. Es auszuschalten könnte ihn ablenken, aber er wird mich noch sehen, bevor ich abhauen kann. Das Ding aus ist. Wenn ich an den Schlüssel kommen will. Also das Ding auszuschalten ist kein. Sir, would you kindly step away from there? It's not safe. Oh. Sir, please, get away from there. I mean it. Sir, would you kindly step away from there? It's not safe. Ich hab's noch nicht ganz verstanden. Was? Sir, please, get away from there. I mean it. Ist ja okay. Ruhig, Brauner. Dann mal gucken. Das sieht immer so grausam aus, alles. Wieso muss alles immer so tot sein? Dunkler Bereich. Es ist zu dunkel, um da hinten irgendwas zu sehen. Ich brauche da hinten etwas mehr Licht. Lichtstrahl. Wow, das ist ziemlich grell. Wenn ich einen Weg finden würde, den Lichtstrahl zu verteilen, könnte ich vielleicht den Rest des Raumes sehen. Dafür könnten wir die Disco-Kugel gebrauchen können. So, also hier. Gut, anscheinend kann ich hier aber vorerst nichts leider machen. Ich werde mir erstmal das Bier gönnen. So ein Bierchen ist nie eine schlechte Idee. Aber vor allem, das muss ja alles extrem plötzlich gewesen sein mit dem Weltuntergang, wenn man sieht, dass da noch dieselbe Bahn quasi steht. So, das kam ja so von einem Moment auf den anderen. Oder das sind einfach nur sehr faule Leute und die da brauchen sehr, sehr lange beim Arbeiten. Ja. Jo, jetzt holen wir unser Bierchen ab. Wie kratze ich nur die. Ach so, okay, Kohle zusammen. Changed my mind. For the money, give me the fanciest drink you've got. A challenge, huh? All right, I'll bite. Prepare to be dazzled. One rainbow frosted hot lava slushy deluxe with a twist coming right up. Klingt nicht gesund. Macht er jetzt? Ich kann den Knopf drücken. Okay, sie ist runter. Schnell, ich muss sie nur schnell nehmen, bevor. Wenn ich dafür verknackt werden will, sofort ins Gefängnis, ohne vorher Gericht gestellt zu werden, das würde ich dann. It is complete. Now, you could just let it sit there for a while, have the layers settle for that smooth sensation. Or you could have it right away and blow out your taste buds with sheer delight. Your choice. Schluff, schluff. Whoa. Man, that's. It's like the universe just revealed all of its secrets inside my mouth. Klingt nicht gesund. Aber ich trinke trotzdem noch meinen Schluck. Sweet mercy.
it's like riding sidecar with a unicorn down a mountain of cashmere sweaters. Was sind da für Drogen drin? Was hat er da reingemacht? Ich will's auch. Oh, Mama. That's good. Oh, Mama. Ach, herrlich. Gut, die Disco-Kugel, die kleine Disco-Kugel da unten, die aussieht wie der Todesstern. Den brauchen wir, glaube ich, da unten jetzt, um die Lichtstrahlen quasi zu verteilen und diesen dunklen Bereich heller zu machen. Ich bin klug. Ich bin so klug. Ich bin, obwohl ich müde bin, bin ich voll in Fahrt. Ja. Gut, wie mache ich das jetzt am dümmsten? Ah, okay. Yeah, Disco, wup, wup, yeah, tanz für mich, mein Äffchen, tanz, ja. Yeah. Ein Schraubendreher. Hey, das ist ein Schraubendreher. Ich wette, der wird mir noch helfen. Noch ein Toter. Überall tote Menschen. Ich sehe tote Menschen. Okay, dann raus hier. Und jetzt müsste das da hinten gehen, dass ich das Ding da hinter dem blinden Veteran... Das ist traurig. Das ist wirklich... Der läuft einfach... Der läuft einfach drüber. Du undankbares Stück... Joe. Ich wollte mehr fluchen. Ich hab's gelassen. Wir wollen hier ja artig bleiben. Oh Gott, schön strecken. Was ist denn das da? Da ist was. Hallo. Ventil. Ich habe das Ventil geöffnet. Ich kann das Wasser durch die Leitung rauschen hören. War das jetzt gut oder war das jetzt schlecht? Ich weiß es nicht. Selbst wenn ich einen Weg unterhalb der Wasseroberfläche unter der Wasseroberfläche zwischen den rostigen Lüfterblättern will ich nicht durch. Irgendwas so. Irgendwas in der Art. Das wird nicht nachgeben. Ich kann mich da nicht durch. Da ist haufenweise Platz, um sich durchzuquetschen. Willst du mich verarschen? Ey, Junge! Sei mal bitte nicht so. Selbst wenn es einen Weg unterhalb der Wasseroberfläche gibt, zwischen den rostigen Lüftungsstäben, Blättern und was auch immer da im Wasser ist, ich werde es nicht riskieren. Och, du Memme. Besser so? Das ist eine nicht markierte Wasserleitung für einen Ventiltraum. Willst du jetzt da durch vielleicht? Okay, das ist nah genug. Der Lüfter wird mich zu... KT. Und was jetzt? Jetzt habe ich wirklich keine Ahnung, was ich machen soll. Warte mal. Maybe. Wir gehen mal hoch. Weil der Nachtclub war doch auch unter Wasser. Vielleicht haben wir ihn so entwässert. Wir gehen mal wieder hoch. Und machen mal Luki Luki. Komm schon. Lauf, Joe! Lauf! Ja! Das ist jetzt komplett vollgelaufen. Dafür war das Ventil bestimmt zuständig. Was ist jetzt vollgelaufen? War das schon? Nee, das ist hier... Dingens. Genau. Was haben wir hier? Ein Revolver! Er hält einen Revolver in der Hand. Er ist verrostet, aber die Trommel lässt sich noch drehen. Es sind noch alle sechs... Nein, warte. Fünf Kugeln drin. Eine Kammer ist leer. Ich habe keine Waffe mehr abgefeuert seit der Grundschulausbildung, aber die könnte wirklich noch hilfreich sein. Endlich haben wir was zum Schießen. Darauf habe ich so lange gewartet. Wir hatten, glaube ich, noch nie eine Waffe, oder? Nee, eine Kettensäge. Aber nie eine Waffe. Oh, eine Waffe. Geil. Also ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Der Schädel hat ein Loch in der Oh. Ich will mir wirklich nicht vorstellen, vor welcher Wahl er gestellt wurde, dass er die Kugel als bessere Alternative gesehen hat.
Wir erschießen jetzt einfach Leute. Ist das hier? Ist das jetzt? Wie kommst du immer auf diese Gedanken? Sicher, seine Preise verstoßen gegen die guten Sitten, aber ansonsten stellt er keine Gefahr dar. Ach, schön. Gut, wir gehen hoch. Kann ich den Blinden mit? Nein. Böse Mascha. Okay, es funktioniert nicht. Nimm die Waffe weg. So. Oh Gott. Heute ist irgendwie das Sitzen unbequem. Ach, wir haben auch eine strikte niemand reinzulassen. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, um ehrlich zu sein. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht sicher, ob das klappt. Okay, legst du die wieder ab? Dankeschön. Kann ich es erschießen? Er ist beschädigt, nicht taub. Warum denkst du darüber überhaupt nach? Was ist los mit dir, Joe? Ein Toter mehr? Das ist jetzt auch nicht so wild. Ich muss den Revolver loswerden und zwar schnell. Sie macht mich wirklich langsam. Ah, schön. Ich habe aber echt keine Ahnung, was ich machen soll. I don't know. Kann ich das erschießen? Ich wüsste nicht wie. Draufziehen und feuern. Es lässt sich nicht weiterdrehen. Okay, jetzt aber wirklich. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll mit einem Revolver. Kann ich auf das Kabel schießen? Das ist eine Knarre. Knarren machen Krach. Menschen registrieren das. Was soll ich machen, Joe? Joe! So, jetzt ist dein Part an. Jetzt mach du mal bitte irgendwas. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich bin jetzt vollkommen aufgeschmissen. Es kam zur Stromversorgung. Okay, das bringt mir nichts. Ich kann da wirklich nichts machen. Ist das jetzt das Ende? War's das? Das war's mit dem Let's Play. So, mehr gibt es nicht. Das wäre jetzt wirklich nur Zeitverschwendung und vergeudete Munition. Oh, das ist massiver Stahl. Die Chance, da reinzukommen, indem ich auf das Schloss schieße, stehen wesentlich schlechter, als dass mir ein Querschläger die Kniescheibe zertrümmert. Ich habe keinen Plan, was ich jetzt machen soll. Wir kommen unten nicht rein. Mit der Waffe können wir auch nichts machen. Ich kann meinen Drink weiter trinken. Whoa. Man. That's... It's like the universe just revealed all of its secrets inside my mouth. For someone who just experienced a total taste revolution, I ain't never seen nobody look so troubled. What's on your mind, brother? You looking like the whole world is just resting on your shoulders. Well, that's kind of it. It does. I mean, if I fail, that'll be the end of it, you know?
Oh, I know where you're coming from, champ. You do? Oh, sure I do. Right now, you're probably asking yourself, how many nights I gotta go through this before I get it right? When do I get to unleash the lion? Do I even remember how? Well, take it from Sid. You just hit a rough patch is all, man. It ain't the end of the world. What? No, I'm... Oh, I read you loud and clear, Mac Daddy. Don't you worry about a thing. When the honeys come in tonight, you just stick to the bar and keep order. I got you covered. Tonight is the night, man. Believe that. By the way, and I gotta ask, what's up with them threads, man? That's gotta be the most unique night on the town getup I ever seen. Huh? Oh, this. Well, I came straight from work, so... Well, I dig it, Ace. So keep it right up, man. It might just become the next big thing. Okay, das hat überhaupt nichts gebracht mit dem Reden. Ich glaube, ich habe jetzt genug Ratschläge für einen. Bitte den Knopf nicht drücken. Ja. Den brauchen wir jetzt auch nicht mehr zu drücken. Ich habe echt keinen Schimmer, was wir machen sollen. Ich bin überfragt. Wieder rein. Ich will da rein, weil der Pisser zu feige ist. Tut mir leid, aber weil der Hausmeister hier zu feige ist, durch dreckiges Wasser zu gehen, komme ich nicht weiter. Kann ich jemand anrufen? Wen sollte ich anrufen? Und wer würde ein Erbgespräch bescheinigen? Wenn es nicht der Tatsache geschuldet wäre, dass Dr. Lambert mich genau davor gewarnt hat, solche Dinge zu tun, dann würde ich mich jetzt selbst anrufen und mich für heute krank melden. Selbst wenn es nicht funktioniert, könnte ich mal hören, wie ich mich am Telefon anhöre. Das habe ich mich schon immer gefragt. Ja, unsere heutige Technik ist echt was Besonderes. Wir können das hören. Ich höre das jedes Mal, wenn ich aufnehme, wie ich klinge. Ihr armen Menschen da draußen müsst sowas ertragen. Was soll ich machen? Spiel, sag es mir. Mann, daran werde ich mich nie gewöhnen. Ja. Ja. Es lässt sich nicht den Dreh zurück. Ich will dahinter. Wieso kann ich da nicht hin? Verdammt nochmal. Und hier drinnen konnte ich jetzt auch, glaube ich, nichts mehr machen, oder? Ich guck nochmal hier drinnen nach. Hier waren wir nicht lange. Disco-Kugel. Jetzt kann ich hier alles viel besser sehen. Okay, aber das bringt mir ja nichts. Ist nichts mehr zu tun. Sir, would you kindly step away from there? It's not safe. Erschieß ihn! Der Typ hat einen kleinen Schweißbrenner in der Hand. Das Letzte, was ich möchte, ist, ihn zu erschrecken, weil ich einen Revolver im Zugabteil abfeuere. Lusche. I don't know.